Hallo miteinander und willkommen zum Patch-Überblicksvideo hier bei TorrentGet. Heute geht es um Baldur's Gate 3. Es gab nämlich ein neues Panel from Hell und da wurde so ein bisschen auch über den Patch 5 gesprochen. Und ja, wir schauen uns mal an, was in dem Ding hier drin ist. Zunächst mal als Info, das Ganze kommt am 13. raus. Also ja, wenn ihr das Video hier seht, schon übermorgen oder morgen, je nachdem wann es erscheint. Und tatsächlich befasst sich der Patch 5 vorwiegend mit ein paar neuen Features, die ich euch hier alle vorstellen werde, und mit Verbesserungen oder auch so ein paar Tests, mehr oder weniger. Viele Sachen, die sich Fans gewünscht haben, werden hier eingeführt. Und der Patch 6, zu dem am Ende des Community-Videos gesagt hat, dass er schneller kommt, als wir ihn erwarten, das ist dann der nächste große Content-Patch. Da sind sie schon eifrig dran offensichtlich. Und ja, so lange wird es wohl nicht dauern, bis der kommt. Natürlich wird es für ein Release dieses Jahr nicht mehr reichen. Das wurde auch bestätigt nochmal. Aber ja, gucken wir uns nochmal an, was der nächste Patch bietet, und sind gespannt auf den Content Patch 6, wenn er dann kommt, was wir dann für neue Sachen bekommen. So, das erste Feature, das wir uns anschauen, ist das aktive Würfelsystem. Also jedes Mal, wenn wir quasi irgendwas würfeln müssen, in Dialogen und so, ploppt jetzt dieses Interface auf, was ihr hier so ein bisschen im Hintergrund seht, und ihr kriegt dann quasi angezeigt immer eure Modifikatoren, alles ein bisschen detaillierter, und ihr kriegt vor allem auch angezeigt, falls ihr selbst oder einer eurer Party-Member irgendeinen Zauber hat oder so, der euren Wurf hier verbessern könnte, und könnt ihr dann hier aus diesem Interface heraus auch wirken. Also das heißt, es wird halt einfacher, Würfelproben zu bestehen, ganz grundsätzlich, weil man eben alle Möglichkeiten immer angezeigt bekommt, wie man die Probe hätte modifizieren können. Ja. Normalerweise war es ja so, du musstest quasi reinschauen, theoretisch, die Probe angucken, dann wieder raus aus dem Gespräch, dann auf dich casten, die entsprechenden Zauber oder so. Und ja, also super umständlich halt eigentlich. Und so ist es halt etwas, dass es sich zwar auch ein leichteres System, weil es einem immer angezeigt, was man nutzen kann, aber auch sicherlich super nützlich, ja, weil man eben nicht diese komischen Hürden gehen muss und alles erst außen vor, außerhalb des Gesprächs casten. Coole Sache, finde ich. Das nächste Feature ist ein richtiges Rollenspiel-Feature, deswegen freue ich mich da natürlich ganz besonders drüber. Man konnte ja bisher schon die Hintergründe des Charakters aussuchen bei der Charaktererstellung, also die Backgrounds auf Englisch. Und ja, entsprechend denen konnte man sich so ein paar Features mitnehmen, wie zum Beispiel, ja, dass man manche Würfel hat besser machen können. Das Rollenspiel-Feature dazu, das ist jetzt tatsächlich so, dass es jetzt im Spiel ganz viele Sachen gibt, die man halt machen kann, die konnte man vorher auch schon machen, aber wenn man jetzt, sage ich mal, ein Volksheld ist und mit irgendeiner Situation eben umgeht, halt wie ein Volksheld, ja, also wenn man halt so spricht und so würfelt und hast du nicht gesehen, oder eine Entscheidung eben so trifft, wie sie halt ein Volksheld treffen würde, dann, ja, kann man dafür Inspirationspunkte bekommen. Ihr wisst, Inspirationspunkte sind die Punkte, die man einsetzen kann, um Würfelproben nochmal zu machen, wenn man sie verkackt hat. Deutsch. Und ansonsten, ja, wenn euer Inspirationspunkte im Meta voll ist, dann kriegt ihr Bonuserfahrung dafür. Ja, man wird also dafür belohnt, wenn man quasi so spielt, wie es der eigene Background ist. Ne? Wenn man wie ein Penner ist und wie ein Penner spielt, Entscheidungen wie ein Penner trifft, dann kriegt man da auch entsprechend Punkte. Gibt auch ein neues Interface dazu, was ihr so ein bisschen im Hintergrund dann gesehen habt, hoffentlich, wo ihr das Ganze anschauen könnt. Soll ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, ja, das zu leveln. Bin ich super gespannt. Das wäre eine Sache, die auf jeden Fall beim nächsten Playthrough wieder richtig viel Spaß machen dürfte. Allerdings, auch das mal kurz als Zwischenankündigung, wir werden wahrscheinlich erst mit dem Patch 6 nochmal reinschauen, ausführlicher, ne, weil dann eben noch mehr Content kommt. Ne? Das nächste kleine Feature, das sich die Community gewünscht hat und natürlich auch ich, dass man Shadowheart tatsächlich rausretten kann aus ihrem Gefängnis oben auf dem Schiff. Und das geht jetzt auf jeden Fall, und man kann damit auch wohl verschiedene Permutationen von wieder freischalten, ja, was das für Auswirkungen hat. Super interessant. Das nächste Feature lasse ich gleich mal ein bisschen für sich selbst sprechen. Das ist das Point-and-Click-System. Ist eigentlich wie bei echten Strategiespielen quasi oder wie bei den Elternspielen dieser Art. Ne? Wenn wir einen Charakter auswählen und irgendwo hinschicken, dann sagt er einfach etwas. Ja. Da haben sie 800 Voice-Lines jetzt schon für die Early Access-Geschichte hier aufgenommen. Die sollen sich auch entsprechend anpassen, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist in der Charakterentwicklung des jeweiligen Charakters, den man da eben auswählt. Also, ne, und je nachdem, wie weit man im Spiel ist, das heißt, die sagen unterschiedliche Sachen, ne, die 800 verschiedenen Voice, dann sollten es euch eigentlich verraten. Und, ja, hier gibt es ein paar kleinere Beispiele dazu, die ihr euch jetzt anhören könnt. Danach springen wir zum nächsten Feature. I must keep going, unseen as I was taught.
nicht gefasst. Das nächste Feature, das für mehr Immersion sorgen sollte, sind die Minicamps. Was bedeutet das? Oder Minilager? Im Prinzip hängt es davon ab, wo ihr euch eben ausruht. Dann verändert sich eben auch der Hintergrund eures Lagers. Ihr springt also nicht mehr die ganze Zeit in dieses Waldlager zurück, was wir bisher kannten, sondern nur ihr seid dann eben in der Kapelle oder in der Höhle oder eben na, sonst wo, zum Beispiel auch im Underdark im Untergrund. Wenn ihr dort lagert, dann sieht das alles entsprechend aus. Mussten dazu natürlich auch die ganzen Sequenzen anpassen. Diese wurden aber so angepasst, dass sie auf jede Lagerlocation passen. Ja, da haben sich eine ganze Menge Arbeit gemacht, ne? Je nachdem, wie viele verschiedene Arten von Schauplätzen sie noch für dieses Spiel planen, werden sie noch eine ganze Menge dieser Lagerszenen bauen müssen. Eine weitere Anpassung beim Lager gibt es auch nochmal. Da hat er betont, dass sie das jetzt testen wollen. Sie wollen so ein bisschen den Unterschied zwischen einer langen Rast und einer kurzen Rast, das alles ein bisschen weiter ausbauen. Und ja, jetzt sollte man, wenn man sich ausruht, je nachdem wie groß die Party ist, wie ausgebaut das Lager ist, also quasi im Laufe der Kampagne werden sich die Unterhaltskosten, was man hier an Essen, ihr seht das schon im Hintergrund, hier einsetzen muss, um vollständig sich auszuruhen und alles zu regenerieren, auch steigen. Also ja, das ist eben so das Wesentliche. Man muss Essen einsetzen, um richtig zu lagern. Wenn man ja alles voll macht, den Wert, dann wird man voll ausgeruht und super geil alles. Ja, und wenn nicht, dann müssen die Leute halt hungern. Ja, also ne, das Sammeln von Essen wurde damit auf jeden Fall wichtiger. Noch mehr plündern für uns alle. Ich habe auch sonst immer schon gefressen wie ein Weltmeister in dem Spiel, weil ich mich eher selten ausgeruht habe, sondern halt mit Essen geheilt habe die ganze Zeit. Ja, jetzt kann ich das wohl nicht mehr machen. Wie ihr das so gemacht habt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Zum Schluss gibt es noch ein paar kleinere Features, jetzt schnell hintereinander. Also zum einen wurde das Springen und das aus dem Kampf lösen getrennt voneinander. Das sind jetzt also zwei verschiedene Buttons, die man drücken muss. Zuvor musste man, war das quasi auf einem Ding gelegt, wenn man aus dem Kampf raus wollte, musste man quasi rausspringen. Jetzt ist das getrennt. Nächstes kleines Feature ist das Konzentration abbrechen. Ja, ich hatte damit eigentlich noch nie Probleme, aber gut, jetzt geht's im Spiel auch. Und als allerletztes gibt es jetzt für die Pazifisten unter euch den ja, Dauerbetäubungskampf. Das heißt, das ist jetzt ein Toggle. Das heißt, ihr drückt das einmal und dann ja, haut ihr die ganze Zeit Leute nur aus, schickt sie die ganze Zeit schlafen und bringt sie nicht um. Also ne, wer da irgendwie Karma-Probleme hatte mit, der kann jetzt ja, in Frieden sozusagen weiterkämpfen. Naja, man muss natürlich bedenken, vielleicht werden die Leute auch gefressen, wenn sie im Wald liegen oder so, wenn sie da schlafen. Aber das ist ja dann, ne, dann hat man sich ja nicht selbst die Finger beschmutzt, dann ist es okay. So, und das war's tatsächlich schon mit dem Überblick zu diesem ja eher kleineren Patch. Ein paar gute Verbesserungen, finde ich, sind dabei. Ja, das aktive Rollensystem, auch das Background-System zum einen, das Rollenspiel-Feature und aber auch das mit den Würfeln. Das wird das Spiel, glaube ich, nochmal zugänglicher machen für ganz viele. Man muss sich ja schon extrem viele Gedanken machen, wenn man vorher die ganzen Würfelwürfe plant in den Dialogen. Und ganz ehrlich, ich habe das selber nie gemacht, weil mir das zu umständlich war. Jetzt können wir da quasi mal alles rausholen, was eine ganz geile Sache ist. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr mir treu bleibt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch informiert hat, das Video hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich ja spätestens beim nächsten Patch-Video. Und dann wahrscheinlich auch mit neuem Content, der, naja, wie er ausfallen wird, werden wir sehen. Auch in einem neuen Livestream zu Baldur's Gate 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Thorn.